Ja, also ich bin Pascal Freund, 16 Jahre alt, besuche das Ludwigsgymnasium in Köthen und ich bin hier in diesem Praktikumsplatz im Seniorenheim, weil ich halt in Zukunft gerne mal was in diese soziale Richtung machen wollen würde und habe ja auch jetzt Zukunftspläne mit meiner Fachhochschule. Deswegen bin ich hier und der Umgang mit Menschen interessiert mich allgemein sehr. Ja. Meine Mutter arbeitet hier und deswegen bin ich halt genau hier in diesem Seniorenheim, aber ich hätte sowas halt sowieso schon gemacht. Und mich reizt halt die Arbeit mit den Menschen mit verschiedenen Persönlichkeiten halt hier, dass man halt nicht jeden Tag denselben Tagesablauf hat und dieselben Leute mit selben Interessen, sondern halt jeden Tag jemand Neuen hat und sich mit dem beschäftigen kann, ja. So, ich durfte schon verschiedene Lebenslagen mit Bewohnern bewältigen, halt ihre Bedürfnisse befriedigen, halt ihnen helfen, im Sinne von Frühstück machen, ihnen zum Beispiel mit ihnen hier draußen im Garten eine Runde laufen, wenn sie ein bisschen Bewegungsfreiheit wollten oder zum Beispiel Mensch ärgere dich nicht spielen. Ja, das wäre auf jeden Fall was für mich später, weil ich mich halt wirklich für diese Arbeit interessiere. Ich mache das nicht einfach nur so, sondern das ist halt wirklich mir wichtig, dass es hier auch gut läuft. Und das macht mir auch Spaß. Am ersten Tag bin ich hier hingekommen und wurde sehr herzlich von meinen Kollegen empfangen. Ich komme gut mit meinen Kollegen klar, allgemein. Und wir lachen auch viel miteinander und wir helfen uns halt auch gegenseitig beim Helfen der Bewohner. Ja. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Bewohnern, wie ich halt schon gesagt habe, mit den verschiedenen Bedürfnissen. Manche haben halt wenig, also können halt selbst wenig sagen, was sie halt wollen. Deswegen ist man da immer ein bisschen am Gucken, selbst am Fragen, was man denn machen könnte. Das ist halt, ja, das reizt mich sehr an dem Beruf.